Hey Leute, und heute im zweiten Quick-Tipps-Video erkläre ich euch, wie ich meinen N-Light-Sensor fixiere, sodass ich mir keine Gedanken mehr machen muss, dass der irgendwie einfach so abfällt. Um den Sensor dann ein bisschen stärker zu befestigen als mit dem mitgelieferten Sensor, der halt an sich klebt, aber wenn ich den nur so getragen habe, dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass das nicht so gut funktioniert und die angegebene 6 Tage Laufzeit von dem Sensor ist bei mir dann zwischendurch schon mal eher zu Ende gewesen, weil der Sensor an sich einfach abgefallen ist. Und seitdem ich dann dieses tolle Fixier-Tape benutze von BSN Medical Product, das ist das Fixumull, glaube ich. Das bekommt man in jeder Apotheke. Wenn man eigentlich einmal so eine fette Rolle hier hat, da sollte man erstmal ausgesorgt haben. Denn ich mache das dann immer so, dass ich diese Rolle in so circa 15-16 cm lange Streifen zusammenschneide. Das ist jetzt nur noch so ein halber, eigentlich ist die Rolle ja ungefähr so breit. Wenn ich dann diese Streifen habe, dann schneide ich bei jedem Mal, mit dem ich halt einen neuen Sensor fixiere, mir so ungefähr knapp einen Zentimeter, bisschen darunter vielleicht sogar, einen so einen langen Streifen zusammen. Dann knicke ich das einmal, aber nicht exakt genau in der Mitte, also dass das wirklich beides gleich lang ist, sondern das eine Stück ist dann so ein bisschen länger als das andere. Ihr werdet gleich sehen, warum. Dann hat man nämlich diese zwei etwas unterschiedlich langen Stücke und die Leute, die den N-Light haben, wenn man den reinsticht, dann hat man hier zwei Klebefolien. Einmal dafür, dass man das direkt auf die Haut klebt. Das ziehe ich dann ganz normal ab, klebe den Sensor drauf. Bevor ich dann aber den Transmitter drauf stecke und da dann eben noch dieses andere Fixier, dieses kleine Tape dann darüber mache, davor nehme ich dann noch einmal das etwas kürzere von den beiden und klebe das sehr nah an den eigentlichen Sensor, also da, wo der Sensor nachher ins Fettgewebe wirklich reingeht, da klebe ich dann einmal so ein Tape hin, um diesem ganzen Sensor an sich wirklich noch so ein bisschen mehr Halt zu geben. Dann kommt der Transmitter drauf, dann klebe ich auch noch das eigentlich mitgelieferte Tape von dem eigentlichen Sensor da drauf und dann kommt das andere zum Einsatz, das etwas längere, und klebe das dann eben noch darüber. Ich kann sagen, dass das bei mir wirklich sehr gut klappt und ich mir jetzt überhaupt keine Gedanken mehr machen muss, dass der Sensor irgendwie abfällt, denn dadurch, dass ich eben auch noch darüber einen so einen kompletten Streifen einmal klebe, habe ich auch nicht mehr das Problem, dass ich irgendwie beim Ausziehen von Sachen hier irgendwie hängen bleiben kann, da der Sensor dadurch nochmal speziell ein bisschen mehr auf die Haut gedrückt wird. Ich finde, dass man das trotzdem immer noch sehr angenehm tragen kann und ich bin super glücklich damit, dass ich das jetzt immer so mache. Es ist schnell, es ist einfach. Ich finde es super. Wenn du noch andere Möglichkeiten gefunden hast, schreib das gerne mal unten in die Kommentare. Hier gibt es jetzt noch mein letztes Video und du kannst auch gerne noch meinen Kanal abonnieren, wenn du das noch nicht getan hast. Dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.